haben jetzt Gent mit dem Song Mafiosi. Wen haben wir da? Gent. Haram. Hör auf, Bruder. Ich bin... Bruder. Hör doch auf. Oh. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ist das... Bist du Freund von ihm? Hä? Bist du Freund von ihm oder so? Ja, Bruder, aber... Das sind ja objektive Meinungen, weißt du? Das hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also ich bewerte nicht nach Freundschaft, also nach Freundschaft, weißt du? Aber ja, ist das no, ist ich meine, Alhamdulillah. Was du sagst, Bruder, das sagst du so, weißt du? Er hat diese blonden Haare weggemacht, ja, gesünste wie mir, ja, Bunde, der. Bruder. Ja, er hat abrasiert. Er hat gesagt, Bruder, war hart. Alhamdulillah. Ich habe ihn auch gesagt, besser. Like Alhamdulillah. Like, Bruder, Ehrenmann. Wir machen weiter. Okay. Ja, süß. Sehr süßer Bart. Süß. Dicker, das ist Next Level, über Hype. Immer noch im Ghetto mit den Brüdern, nein. Lauf in die Bank. Okay, der Beat hat sich irgendwie so, also ich hätte jetzt nicht so ein Beat erwartet, so nach dieser Anfangsmelodie. Was dachtest du? So, es ist zu hart reingegangen. Ich dachte so. Ja. Nein, bitte, warte, wenn du dort liegst. Nein, Bruder, warte, hör auf. Warte. Bruder, ich sehe doch, dass er nicht gesperrt ist. Warte doch. Hör doch, der arme Bruder. Hey, warte doch. Hör doch auf damit. Aber lass mich noch. Ja. Ja, der Mäus ist am Rumschreien hier. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Meinst du? Ich sag das. Okay, alles klar. Ich rufe dich danach nochmal an, alles klar. 2003 hat zurückgerufen. Nein, Bruder, bitte. 2003 hat angerufen. Hör mal auf jetzt. Wir wollen den Drumset zurück. Der Arme, bitte. Lass mal. Okay, lass weiter. Lass weiter. Schwarze Treter, nein, komm mir in die Quere und bei Gott, ich lass die Kammer schreien. Direkt aus der Hauptstadt Pristina. Kilos verpacken hier im Siebener. Lass mal deine Politik, dicken Gross, Kokain, Molotow mit Benzin, Lazarat, Fick Paris. Heiß Jalla, geh mal beiseite jetzt. Golf 2 GTI, Business nach Marrakesch. Okay, stopp. Okay, hey, Bruder, das sieht aus, als ob das Video irgendwie alt ist. Ist das das alte Video? Kannst du mal gucken, Bruder? Hey, Bruder, das ist das alte Video, Bruder. Ich glaube, das ist kein neues Video, Bruder. Du hast uns gefickt, Bruder. Ich sehe das doch, Bruder. Ja, ist so? Guck mal, 2018, Bruder. Du hast uns gefickt. Ja, Bruder, was ist das? Meister, du hast uns gefickt. Wir haben. Für 2018 ist okay. Bruder, du hast uns okay, gefickt. Okay, da hat er sich nochmal gerettet, ganz kurz. Da ist vor einem Tag, Bruder. Ja. Ich denk schon, Bruder. Mafiosi 2, Bruder, er ist im nächsten Level jetzt. Fick doch mein Leben, Digga. Ich wollte doch nur Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. Story. Leute, wir haben 81.000 Zuschauer. Noch ein paar. Ich grüße alle meine Jungs aus Zuffenhausen. Was läuft, was läuft? Bruder, wieso hast du Hatar Stimme gestohlen einfach? Ja? Du hast Hatar. Was läuft? Du sagst 1:1 wie Hatar. Bruder, guck mal, der hat das früher immer gesagt und ein guter Partner von mir saß mit ihm in der Zelle, weißt du, monatelang. Ja, ja. Und er hat das bei uns so reingebracht, weißt du? Was läuft? Und dann, ja, jetzt sagt er es halt wieder so. Okay. Weißt du, ich meine? Ja. Okay, lass mal hören, Bruder. Liebe Grüße an Jivar. Kanon. Mafiosi. Dieses Tattoo. Was steht da? Albanisches Blut. Ah. Eingeschlafen nie im Ghetto. Aufgewacht in den Charts. Hunderttausende von Euro unterschreibt den Vertrag. Nächte lang im Studio und kicke wieder Bass. Drück durch, schreib Bass, kick down, gib Gas. Ja, ist halt eine weitere Fortsetzung von Mafiosi. Es tut mir leid. Ja, den Anruf gab's schon, Bruder. Lass den mal jetzt zu Hause. Nein, Bruder. Aber es tut mir leid. Es ist doch alles gut, Bruder. Ich mag ihn nicht. Ich bin immer ehrlich. Ich mag ihn nicht. Stute, Bruder, du bist hier, weißt du, Respekt, Bruder. Bruder, ich... Er ist dein... Meine Landsmänner, Bruder, ich kann dich nicht unterreden, Bruder. Er ist unter deinem Schutz, Bruder. Nein, Bruder, was für mein Schutz, Bruder? Jeder ist dein eigener Mann, weißt du, ich meine. Bruder, er ist unter deinem Schutz, Bruder. Vertrau mir, er ist unter deinem Schutz. Er ist unter Hört mal den Song zu Ende kurz. Diese Stadt auf die Karte, doch lege immer noch den Stein auf die Waage. Yeah. Gott weiß, ich hab geblutet viele Jahre. Mama, es tut mir leid, ich glaub mein Leben für die Straße. Bevor ich wieder lache, einen VW Lupo. Will ich lieber auf einem Lamborghini Urus. Bevor Mama wieder arbeiten muss, lauf ich in die Bank und schieße lieber Blei in die Luft. Depressiv, ich stande mit mir selber im Krieg. Ja. Ist halt so, dass das Thema, was er da Schau jetzt, Bruder, Manuel, Salakum.
So, beruhig dich, Bruder. Es wird alles gut. Lass jetzt. Ich übernehme das Steuer, okay? Bruder, ich hab doch nichts gesagt. Okay. Schau. Also, der Bruder aber ich verstehe nicht jetzt, das, was er rappt, hat, glaube ich, nichts mit dem Songtitel zu tun, viel, oder? Eigentlich nicht. Weil Mafiosi ist ja eigentlich der das aus Leidenschaft auch tut. Und so am Start. Und man so ein bisschen dirt, so, weißt genau, du? Und da ist halt so Herzschmerz hier drin. So, ja, nee, so, bevor ich wieder hungere oder so, bin ich lieber weinend in Lamborghini Urus-mäßig so. Es ist halt so, Das ist so Bushido-Musik, weißt du, was ich meine? So, und das kommt zurück. Ja, ich meine vom Style, das ist so dieser Style, weißt du, so traurige Samples mit einfachen 90 oder 100 BPM. Sehr monoton. Ja, so. Ja. Ich sag euch ehrlich, er hat auch, das ist jetzt nicht mein Lieblingstrack von ihm, so, aber er hat auch andere Tracks, die abgingen. Ja. So. Ja, er weißt hat andere Tracks, ja. So, aber versuch mal auch irgendwas aufzubauen auch alleine. Schau mal, weißt, warum ist er alleine? Aber, ja, er macht sein Ding. Er war kurz bei Kollega, aber jetzt ist er wieder da alleine. Okay. Keine Ahnung, Bruder. Daran, du bist nicht so, Bruder, du bist gar nicht zum Spaßen aufgelegt, Bruder. Hä? Du bist gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Bruder, ist alles cool, Bruder. Daran ist so, als ob so gerade jemand von seiner Seite angeht. Daran ist ein richtiger Gentleman, ich schwöre bei Gott. So, ich küsse deinen Kopf, Bruder. Walla, ich mag, da machen wir Applaus für Daran, Walla. Er ist unnormal, sympathisch, er ist ein richtiger Nice Guy, Bruder. Walla, er ist uns gefickt, Bruder. Den ganzen Tag höre ich schon seine Stimme, Bruder. Dieses Gentleman-Ding ist weg. Sobald ich ihn höre. Okay. Ich küsse deinen Kopf. Lass weiterhören, Bruder. Ich küsse dein Bärtchen. So nahmen diese Dinge ihren Lauf. Ich stürme deine Gang, die erste Kugel geht aufs Haus. Vielleicht gehe ich heute drauf. Oh, Halil. Was? Wer hat mich irgendwer gerufen? Halim? Nein, Halil Hamburgi. Ich dachte, wer ruft mich, Digga? Also, ich mein Kopf. Ein guter Bruder aus Hamburg. Okay. Ich hab die Kugel in meinem Lauf, Mafiosi. Vielleicht lande ich heute im Baum, Mafiosi. War das Halil aus Hamburg? Doch ich bleib Mafiosi. Vielleicht geh ich heute drauf, Mafiosi. Ich hab die Kugel in meinem Lauf, Mafiosi. Also ich finde, also jetzt wo ich die Hook gehört hab, ich mag Gent, so, ist alles gut. Er weiß, ich küsse sein Herz und so. Aber so, man muss ja irgendwo auch ehrlich sein, so. Ich finde, die Hook hat wirklich nichts. Also, es hat nichts damit zu tun. Also, vielleicht gehe ich heute drauf, Mafiosi. So. Es hat ja, so, ja, der Beat ist auch nicht der Zeit entsprechend. Genau. Die Drums, das ist ja der ganze Set, das Sample, es hat sehr, sehr so. Was ich ihm raten würde, was ich ihm auch so immer persönlich sage, ist, er muss ein bisschen mehr. Also, es ist. Er hat Potenzial, so, aber er muss mehr Zeit in Musik investieren. Ein Song kann auch mal eine Woche dauern, bis du ihn fertig hast. Bruder, schau mal, weißt du? wir schreiben ja auch. So was kennt man schon auf jeden Fall. Ja, genau. Bruder, schau mal, wir schreiben. Aber es ist nicht so, was man sagt, Chöp oder so, weißt du, ich meine? Ja, okay, sagt ja niemand. Aber schau, Bruder, wir schreiben oft. Wie oft bist du im Studio, Bruder? Hä? Hör mal auf mit der Scheiße jetzt. Sinan macht Fitna aus Hintergrund. Lüge. Der guckt doch nicht hin. Bist du YouTuber geworden? Machst du YouTube? Ich hab dich gesehen. Ja, dann. Ich hab dich YouTube gesehen. Jungs, was wolltest du sagen, Bruder? Ich wollte sagen, Bruder, schau mal, du bringst ja ein Album raus. Ja, inshallah, Bruder. Inshallah. Wie viele Songs, Bruder, hast du aufgenommen und wie viele hast du weggeschmissen? Bruder, wenn ich ein Album mache, immer so 30 bis 40 Songs und dann davon suche ich 20 aus. Weißt du, ich meine so? Das ist das Ding, Bruder. Ich bin erst, wenn ich da zufrieden bin, so. Weißt du, Bruder, als ob Leute nicht wissen, was du machst. Egal, alles gut. Wesley ist hier, aber er ist unsichtbar. Manu ist unsichtbar. Ah, ich meine, Wesley ist unsichtbar. Okay. Lass mal weiterlaufen, Bro. Vielleicht stand ich heute im Bau, Mafiosi. Es tut mir leid, doch ich bleib Mafiosi. Vielleicht geh ich heute drauf, Mafiosi. Ich hab die Kugel in mein Lauf, Mafiosi. Vielleicht stand ich heute im Bau, Mafiosi. Es tut mir leid, doch ich bleib Mafiosi. Eingeschlossen in einem Mazda, aufgewacht im Cayenne. Drücke durch, keine Zeit, weil er reifen, sie brennt. Ja, es ist halt, Jungs, es ist... Ich habe sowas sehr oft gehört. Das kennt man schon. Ja, Bruder. Und weißt du, was mit euch gleich passieren wird? Noch 5 Lieder oder 4, dann kommen Newcomer, Bruder. Und ihr werdet sehen, Bruder, ihr werdet... Wallah, ich bin ein Hund, wenn ich lüge.
Es kommt einfach dieselben Songs, so 50 Mal sowas, noch 50 Mal. Und Bruder, du willst dann einfach sterben. Aber entscheidest du nicht, was du annimmst? Nein, Bruder, entscheidet, wer Geld gibt, Bruder. Bruder, ach, so läuft das ist also. Plattform so, Bruder. Ich gebe deine Plattform, auch wenn du Hund bist. Du entscheidest schon nicht vorher, wenn du ungefähr gut ist oder nein, nicht. Nein, Bruder, wenn du Geld gespendet hast, kommst rein. Ja. Weil wer sind wir, dass wir bestimmen, das gute Musik oder das schlechte Musik? Ja. Du kommst rein, wir bewerten, also allen bewerten. Und dann wird es später trotzdem bewertet. Nein, er sagt seine Meinung. Aber die Plattform, dass die 100.000 Leute sehen, kriegst du trotzdem. Okay. Also deinen Hack bekommst du quasi. Weißt du, was das Gute an dem Ganzen ist, Bruder? Ihr seid ja aus einer alten Zeit, wo ihr noch zum Rappen so Clubs besucht habt, wo 10 Leute waren, habt euch gefreut, dass die sich dann rumsprechen. Warum? Wir waren riesige Clubs, Turbina. Ja, okay, Bruder. Ich meine nicht das, ganz am Anfang. Das war auf jeden Fall schwerer als jetzt. Das ist dein Herz. Also man musste ja irgendwie anfangen, Bruder. Okay, dann geh in die Halle. Okay, aber die Leute waren vor dir und das waren keine 100.000 Leute. Nein, definitiv. Heute sind das 100.000 Leute für 50 Euro. Verstehst du, Bruder? Und das ist halt eine Möglichkeit für dich, wenn du gut bist, dein Talent zu zeigen. Und Bruder, wenn du schlecht bist, dann wirst du halt aufhören heute. Manche sollten gar nicht ihre Lieder hinschicken. Ja, Bro, guck mal, ganz ehrlich. Ihr sagt immer lauter. Ja, dann mach so, Bruder, schau. Hier. Ah, hier ist auch noch ein Kreuz. Also. Genau, so. Okay. Jungs, wenn ihr früher Lieder gemacht habt, also wenn man anfängt, Musik zu machen, man ist doch, wenn du 70.000 Leuten einen Song zeigen kannst, manche würden sich den linken Zeh dafür abschneiden. Ich habe mich über meine ersten 20.000 Klicks den Arsch abgefreut. Siehst du so, und Leute kriegen die Chance, 70.000 Leute sehen diesen Song, die donaten dann und sagen dann hinterher noch so, ah, wieso sagst du, dass das schlecht ist, ich habe Geld gespendet. Bruder, diese 50 Euro, als ob die jemanden reich machen oder arm machen, das ist nur eine Grenze, damit du reinkommst. Wenn du sagst, kostenlos, kriegst du 1.000 Songs zugeschickt, du wirst niemals fertig. Bruder, eine meine? Sache, ich sag dir einfach. Ich glaube, ein Club, der 100.000 Menschen drin hat, kostet auch 50 Euro. Ja, Bruder, aber diese Leute kommen nicht dahin, um deine Musik zu hören. Die kommen dahin, zu tanzen und zu Spaß haben. Und dazu kann man auch seine Musik zeigen. Das ist echt. Das ist ein Plus. Bruder, wer krass ist, ist krass. Roller ist so. Genau. Schau, Bruder, ist scheißegal, Bruder. Wer krass ist, ist krass und der wird rauskommen. Wir hatten ja Roller Leute mit 10 Aufrufen, Bruder. Wir fanden die krass, die waren wirklich auch krass. Wirklich 10 Aufrufe, die haben 500.000 Aufrufe jetzt. King. Verstehst du das? Ja, halt ist schon gut. Die zwei Jungs, Soko und Albos, den Alan jetzt schon gemacht hat. Erste Woche direkt 3 Millionen Streams gemacht. Sie sind auf dem Markt, wenn man ein goldenes Ticket ins Geschäft bekommt, Bruder. Wir haben die über Nice oder Scheiße gefunden. So, also über dieses Format. Weißt du, es gibt auch Arman, der hier ist, auch über Nice oder Scheiße, auch ein Signing, auch schon viele Tracks, viele Streams gemacht. Weißt du, wir versuchen den Leuten Hack zu geben und da kommt aber immer wieder Hate, weil manche Leute sich ungerecht behandelt fühlen. Ja, damit aber muss man aber rechnen, hier, Bruder. Damit muss man rechnen. Du bezahlst ja, dass du die Meinung hörst. Sollen wir zu alles sagen, toll? Okay, Jungs, wir haben jetzt Gans Track gefickt, Amana Kudum. Lass mal weiterhören. Maske auf, lasse Nacht, weil mein Hunger ist groß. Hamdullah, mir geht's gut, doch mit Wasser und Broadway. Viele Ratten um mich rum, als der Hype kam. Doch alle waren weg, als ich wieder einbrach. Gestern mit dem Teufel noch im Zweikampf. Heute hab ich eine Viertel-Mio vor der Einfahrt. Ich boxe mich nach oben wie bei Rocky 3. Auf einmal waren meine Zahlen. Ja, es ist halt, es ist nicht schlecht. Spotify. Es ist auf jeden Fall so, auch wie Dalan gesagt hat, so diese Monoton-Rap eben. Ja, es ist halt. Er kann auf jeden Fall mehr. Also ich glaube, dass er mehr kann. Ja, also Bruder. Er muss sich weiterentwickeln. Zeig uns auf jeden Fall, was du mehr kannst. Gent, wir küssen dein Herz. Gib Gas, Bruder. Inshallah kommst du raus aus deinem Dirt. Wir haben 86.000. Wir haben 86.000, Bruder. Noch 14.